haben Probleme mit dem Triebwerk. Auf der Karte ist eine kleine Inselgruppe in der Nähe eingezeichnet. Ich versuche dort irgendwo notzulanden. Dort ist eine große Wiese. Stellen Sie sich an und halten Sie sich gut fest. Ich werde einen Notruf absetzen. Ich hoffe, in dieser abgelegenen Gegend hört mich irgendjemand. Dies ist ein Notfall. Wir sind auf einer Insel notgelandet. Die Koordinaten der Insel lauten 27 Grad, 4 Minuten und 25 Sekunden südlicher Breite und 109 Grad, 19 Minuten und 20 Sekunden westlicher Länge. Hört mich jemand? Bitte komm, bitte komm. Hast du die Koordinaten gehört? Oh je, sie sind nebenan auf der Dino-Insel gelandet. Sie sind verloren, wenn wir sie nicht sofort retten. Sag ihnen, dass sie sich in Sicherheit bringen sollen. Wir kommen so schnell, wie es geht. Verstanden, Flug DR-766. Wir kommen sie retten. Verlassen Sie das Flugzeug und bringen Sie sich sofort irgendwo in Sicherheit. Sie könnten es mit wilden Tieren, also mit sehr wilden Tieren, zu tun bekommen. In Ordnung, wir haben alles verstanden. Sie haben es mitgehört. Rettung kommt. Wir werden uns erstmal umschauen. Die Insel sieht doch eigentlich ganz friedlich aus. Was für wilde Tiere können denn schon auf so einer kleinen Insel leben? Ach, ich denke, der Mann am Funkgerät hat etwas übertrieben. Meine Frau und ich haben auf unseren vielen Safaris immerhin schon Löwen und Tigern in die Augen geschaut. Um die Augen von diesem Tier mache ich mir weniger Sorgen. Schauen Sie sich mal die Zähne an. Träume ich? Das kann doch unmöglich ein T-Rex sein. Los, rennen Sie so schnell Sie können! Ich höre den T-Rex nicht mehr. Ich glaube, die Luft ist rein. Aber hören Sie doch mal diese anderen Geräusche. Sie können mit dem Flugzeug eigentlich nur auf der großen Wiese gelandet sein. Dort fahren wir hin. Hallo, hierher, hier sind wir. Los, schnell, steigen Sie ein. Wir haben nur einen kleinen Vorsprung vor dem T-Rex. Los, gib Vollgas.